In Berlin-Wannsee im Emanuel-Krankenhaus möchte ich den wohl bekanntesten Forscher für Naturheilkunde Deutschlands treffen. Professor Andreas Michalsen zeigt mir ein beeindruckendes Video. Zu sehen sind Mäuse mit Krebs, die Chemotherapie bekamen. Die Mäuse, die zusätzlich fasteten, vertrugen die Chemo offensichtlich besser und hatten größere Heilungserfolge. Was man hier sieht, hier ist vergnügtes Leben. Die sind sehr vital, die bewegen sich, die spielen. Hier sieht man natürlich ganz wenig Leben, ganz wenig Bewegung, Vitalität. Auch die Körpersprache ist ja eine ganz andere. Danach sah es eben aus, als ob es auch insgesamt eine günstige Wirkung auf den Krebs gibt im Tierexperiment. Ein Grund für diesen Erfolg? Der Körper stellt beim Fasten seinen Stoffwechsel um. Auch beim Menschen ist das so. Normalerweise liefert Zucker im Blut die Hauptenergie für gesunde und Tumorzellen. Beim Fasten fehlt Zucker. Stattdessen gibt es sogenannte Ketonkörper aus Fettreserven. Gesunde Zellen verwerten Ketonkörper prima. Die Krebszellen jedoch können sie kaum verwerten und werden so geschwächt. Zu den Wirkungen auf die Chemo hat Andreas Michalsen auch eine erste Studie mit Krebspatienten gemacht. Die Nebenwirkungen werden tatsächlich weniger, die Lebensqualität, das Wohlbefinden wird besser. Zur Frage, ob das insgesamt auf Krebs eine Auswirkung hat, war die Studie viel, viel zu klein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Auch bei anderen Erkrankungen kann Fasten offenbar Symptome lindern. Unter der Aufsicht von Andreas Michalsen hungern daher ständig mehrere Dutzend Patienten mit chronischen Leiden, so wie Frau Schäfer, die unter starkem Rheuma leidet. Man hat halt bei den Bewegungen Schmerzen, aber auch nachts, wenn man liegt im Bett, hat man starke Schmerzen, wenn man zur Ruhe kommt. Morgens sind die Gelenke sehr steif, dass es einem echt schwer fällt, Socken anzuziehen oder was zu greifen. Bei mir hat sich jetzt während dieses Aufenthalts die Hüfte deutlich verbessert. Also ich bin letztes Jahr teilweise am Stock gegangen und jetzt laufe ich echt richtig gut. Einen Grund für die positiven Wirkungen des Fastens sehen Wissenschaftler in einem uralten Programm, das bei Zellen anspringt, wenn Nahrung knapp wird. Die Autophagie, eine Art Hausputz. In der Zelle sammeln sich mit der Zeit Eiweißabfallprodukte an, falsch gefaltete Proteine etwa. Ist Nahrung knapp, wie beim Fasten, werden diese Eiweiße recycelt und in frische Zellstrukturen übersetzt. Ein Jungbrunnen für die ganze Zelle. Andreas Michalsen empfiehlt Fasten unter anderem bei Arthrosen, Darmerkrankungen, Diabetes und weiteren Stoffwechselstörungen. Und? Das Fasten hat auch mentale Wirkungen. Also Menschen mit leichter Depression kriegen bessere Stimmung. Und wir nutzen das Ganze auch dafür, dass Menschen mit einer stärkeren Motivation vielleicht beginnen, sich gesünder zu ernähren oder sich gesünder in ihrem Lebensstil zu verhalten. Dabei ist es nicht einmal nötig, gleich viele Tage auf das Essen zu verzichten. Auch kurze Essenspausen helfen der Gesundheit. Also unser Körper ist sehr gut darauf vorbereitet, immer mal wieder einen größeren Abstand zwischen Essen, zwei Essensmahlzeiten zu haben. Damit kommt er wunderbar zurecht. Er kommt nicht gut damit zurecht, wenn wir ihn alle 6 bis 8 Stunden füttern, was wir alle machen. Es ist so, dass wir verschiedenste Hormone haben und Botenstoffe, die auch für die Entstehung von Krebs, von Bluthochdruck, von Zuckerkrankheit verantwortlich sind. Und wenn wir intermittierend, also immer mal wieder fasten oder Mahlzeiten weglassen, dann normalisieren sich diese Stoffe, dann gehen die einfach nicht zu hoch. Beeindruckt von den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen besuche ich einen weiteren Forscher, der sich speziell mit dem Einfluss des Fastens auf die Gehirnleistung beschäftigt. Die Tiere, an denen er das untersucht, sind Fruchtfliegen. So, das sind also ihre Haustiere. Aber wie lässt man denn Fruchtfliegen fasten? Ich denke, die haben keine großen Reserven, die verhungern doch sofort. Ja, was wir insbesondere analysieren, ist, wie die Tiere auf Spermidin reagieren. Wir wissen von Spermidin mittlerweile, dass es alle Aspekte des Fastens in den Tieren nachahmt. Die Tiere sehen so aus, als hätten sie gefastet. Alles, was wir tun müssen, ist, diese einfache Substanz quasi zuzufüttern. Und dann wird untersucht, wie sich die Gedächtnisleistung durch das Pseudofasten verändert. Dazu trainiert der Forscher die Fruchtfliegen nach der Spermidin-Kur in dieser Box. Leichte Stromschläge verabreicht er zusammen mit einem bestimmten Duft. Dann folgt ein zweiter Duft, diesmal ohne Stromschläge.
Schließlich dürfen sich die Fliegen zwischen zwei Boxen mit den Düften entscheiden. Fliegen, die Spermidin bekamen, lernten besser, dem Duft mit dem Stromschlag auszuweichen. Ein vielversprechendes Ergebnis. Wir haben uns davon überzeugen können, dass die Fliegen durch die Spermidinkur tatsächlich eine Art Verjüngungskur durchmachen für ihr Gehirn. Heißt, normalerweise lassen Fliegen sehr schnell darin nach, Erinnerungen auszubilden. Wir sehen, dass die Tiere, die die Spermidinkur hinter sich haben, auch als alte Tiere auf einmal in der Lage sind, sehr effektiv neue Erinnerungen auszubilden. Das Ganze können die Forscher auch unter dem Mikroskop nachvollziehen. Das winzige Fliegenhirn wird hier hoch aufgelöst eingescannt. Grüne Regionen zeigen Gedächtnisnerven an. Nach dem Pseudofasten mit Spermidin sahen sie auch bei alten Fliegen wieder vital aus. Ein positiver Effekt aufs Gehirn, zumindest bei den Versuchstieren. Ich habe erfahren, welch großes medizinisches Potenzial im Fasten steckt. Was aber noch fehlt, sind große Studien am Menschen, um die Heilkraft zweifelsfrei zu beweisen.